Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag und herzlich willkommen bei unserem heutigen Technik-Talk. Mein Name ist Wolfgang Heiß vom Produktmarketing bei ABB Strebel und John. Bei unserer Technik-Talk-Reihe befassen wir uns mit praxisnahen Themen aus Ihrem Arbeitsalltag. Das Thema für den heutigen Technik-Talk heißt: Ein Schaltschrank heizt sich auf. Hiermit geht es um die Wärmeberechnung nach der DIN EN 61439. Hierzu habe ich unseren Spezialisten, meinen Kollegen Rainer John, mit dabei. Schönen guten Tag. Unser Technik-Talk geht heute circa 30 Minuten. Währenddessen können Sie Fragen über den Chat einstellen und diese werden wir dann am Ende beantworten. Ja, Rainer, ich stelle mir das immer so vor, dass man ein Gebäude hat, welches über einen Zählerschrank an das elektrische Netz angebunden wird. Entweder direktmessend bis 63 Ampere oder bei höheren Strömen dann über eine Wandlermessung im Niederspannungsbereich bis 1000 Ampere. Dann haben wir in unserem Gebäude mehrere Verbraucher, Steckdosen, Lichtkreise, Anlagen und Maschinen. Und um diese und die Leitungen zu schützen, haben wir dann Betriebsmittel. Und diese Betriebsmittel erzeugen ja im normalen Betrieb Wärme. Wenn wir jetzt mehrere dieser Betriebsmittel in einem Schaltschrank integrieren, dann heizt sich dieser Schaltschrank ja auf. Und irgendwann stellt sich ein thermisches Gleichgewicht ein und dann können wir auf dem Schaltschrank Spiegeleier braten. Ja, Wolfgang, ja, da hast recht. Es gibt bestimmt einige Anlagen, wo man hier Spiegeleier braten könnte. Aber wir würden jetzt hier mit diesem Technik-Talk versuchen, Ihnen Möglichkeiten, Anleitungen zu geben, damit sowas nicht passiert. Weil um Spiegeleier zu braten, da gibt es natürlich einen Herd und eine Pfanne und gehört natürlich irgendwo nicht zu einem Schaltschrank dazu. Wenn man sich anschaut, eine Niederspannungsschaltgerätekombination, dann steht man häufig vor der Frage, nach welcher Norm baut man eigentlich so eine Niederspannungsschaltgerätekombination. Und so eine Niederspannungsschaltgerätekombination wird heute sehr häufig nach der DIN EN 61439 gebaut. Wir finden es auch in der VDE 0660 Teil 600 wieder. Nach dem Bauen, nach dem Errichten dieser Schaltgerätekombination fordert diese Vorschrift einen sogenannten Bauartnachweis. Wie kann ich so einen Nachweis erbringen? So einen Nachweis erbringe ich, indem ich hier mir das anschaue und sehe, dass ein ursprünglicher Hersteller wie die Firma ABB Strebel und John sehr viele Prüfungen an ihren Schränken gemacht hat. Aber ich als Installateur, als Schaltanlagenbau, habe natürlich hier auch gewisse Nachweise zu erbringen. Unter anderem unter 10.10 den Nachweis der Erwärmung. Ein wichtiges Element aus dem Bauartnachweis. Wie kann ich diesen Nachweis jetzt genau erbringen dann oder was habe ich da für Möglichkeiten? Die Norm bietet uns hier drei verschiedene Möglichkeiten an. Einmal bietet sie uns an, den Schaltschrank zu bauen, ihn zu verdrahten, auf Klemmen zu führen und ihn dann in einem Prüflabor nach den Kriterien der 61439 zu prüfen. Dort wird dann geschaut, ob sich die einzelnen Betriebsmittel, sei es Geräte, sei es Leitungen, sei es Kupferschienen, nicht zu sehr erwärmen, dass es hier zu Problemen gibt. Wenn ich dann so eine Prüfung bestanden habe und man prüft natürlich immer hier auch ganz wichtig den Worst Case, also den schlimmsten anzunehmenden Zustand, dann kann man von diesem geprüften Schrank ableiten. Kostet aber, wenn man sich so eine Prüfung anschaut, natürlich für einen Installateur oder Schaltanlagenbau auch einiges an Geld und Zeit. Wir möchten uns heute mit der dritten Möglichkeit beschäftigen und zwar das Berechnen einer Schaltgerätekombination mit einem einzigen Abteil nicht über 630 Ampere, beziehungsweise einer Schaltgerätekombination nicht über 1600 Ampere. Gibt es hier bestimmte Bedingungen? Ja, diese Bedingungen sehen wir hier auf dieser Folie sehr schön dargestellt. Also einmal sprechen wir, wenn es darum geht, von 0 bis 630 Ampere, sprechen wir von einem sogenannten Vergleich der Verlustleistung. Ich schaue, was gibt meine ganzen Geräte, was geben die an Wärme ab und setze das ins Verhältnis zu meinem Schrank. Also ich schaue,
Was kann mein Schrank abgeben? Man nennt das Vergleich der Verlustleistung. Das funktioniert nur, und das ist ganz wichtig, bis 630 Ampere. Das funktioniert nur bei einem Abteil, also einem Schrank. Für alles andere, also für eine Kombination aus mehreren Schränken oder auch einem Strom von 0 bis 1600 Ampere, gibt es hier die Möglichkeit, die Nachweis der Erwärmung zu berechnen. Ganz wichtig wäre hierbei zu erwähnen, was die Norm von uns fordert beim Nachweis der Erwärmung durch Berechnung, dass alle Betriebsmittel nur mit maximal 80% ausgelastet werden. Warum nur mit 80%? Ja, Wolfgang, das ist eine ganz interessante Frage. Ich habe hier ein Betriebsmittel, wie wir es alle kennen, einen Sicherungsautomaten von ABB. Und dieser Sicherungsautomat wird natürlich nach dieser Herstellernorm für Sicherungsautomaten produziert. Und diese Herstellernorm für diese Sicherungsautomaten, die schreibt dann auch eine Prüfung vor und auch die Bedingungen dieser Prüfung. Und ganz wichtig, diese Bedingungen des Prüfens finden immer frei an der Luft statt. Also sprich, unter bestmöglichen Bedingungen. Und dann geben die Hersteller hier die Wärme dieses Gerätes bei Nennstrom an. Und jetzt machen alle Elektriker, alle Schaltanlagenbauer zwangsläufig etwas ganz Schlimmes. Sie nehmen dieses Gerät und bauen es in einen Schrank ein, in eine Umhüllung und haben damit ganz andere Bedingungen, wie frei an der Luft. So. Und dann auch ganz wichtig, es ist nicht nur so, dass Sie ein Betriebsmittel einbauen, sondern Sie bauen ja viele Betriebsmittel ein. Und hier sagt die Norm, beim Nachweis der Erwärmung durch Berechnung musst du sicherstellen, dass hier nur noch 80% des Stromes verteilt werden. Weil sonst ganz einfach die Betriebsmittel sich erhitzen. Und jeder Hersteller hat hier auch gewisse D-Ratings, wenn man sich mal die Katalogunterlagen anschaut. Mhm. Ja, wenn man sich die Katalogangaben anschaut, dann bekommt man natürlich dort auch, zumindest kann ich von ABB ausgehen, hier die Verlustleistung der eingebauten Betriebsmittel. Mhm. Ah, die finde ich also im Katalog. Genau, die findest du. Zum einen im Katalog, zum anderen findest du die natürlich auch in unserer Software Strieplan. Wir werden nachher noch näher auf die Software Strieplan eingehen. Dort sind natürlich die Wärmeabgabevermögen die Wärmeabgaben der einzelnen Betriebsmittel hier hinterlegt. Was auch zu erwähnen wäre, dass die Norm fordert, einen Mindestquerschnitt von 125% des Bemessungsstroms des Kreises. Hat dies den gleichen Hintergrund? Das hat den Hintergrund, dass man hier natürlich nicht auf Gedanken kommt, wo man sagt, hier fließen 16 Ampere mehr, also ein niedrigerer Strom. Ich könnte auf einen kleineren Querschnitt gehen. Und hier widerspricht die Norm, dass sie sagt, gleicher Querschnitt wie bisher, aber kleinerer Strom und damit ein nicht zu sehr Erwärmen des Leiters. Das ist der Hintergrund. Dazu erwähnen wäre natürlich auch nicht nur diese 80%-Regel, die wir gleich nochmal uns anschauen werden. Hier wäre auch zu erwähnen, dass natürlich ein sogenannter Bemessungsbelastungsfaktor, das spricht hier vom RDF, anzuwenden ist. Weil das, was ich vorhin gesagt habe, steht auch hier. Und zwar, dass die Abgänge einer Schaltgerätekombination dauernd und gleichzeitig. Also man geht davon aus, dass hier nicht nur ein Betriebsmittel eingebaut ist, sondern viele. So, wie möchte ich das handeln? Wie möchte ich das bewerten? Hier gibt uns die Norm diesen RDF an die Hand, und gleichzeitig. Sie gibt uns auch eine Tabelle 101 an die Hand, Werte für eine angenommene Belastung. Sprich, habe ich mehr wie 10 Stromkreise hier in meiner Schaltanlage drin, in meinem Verteiler drin, dann darf ich von einem angenommenen Belastungsfaktor von 0,6 ausgehen. 0,6. Das ist die Gleichzeitigkeit. Das andere, was wir gerade gehört haben bezüglich der 80%-Regel, da haben wir hier diesen sogenannten Auslastungsfaktor. Der Auslastungsfaktor, ja. Der Auslastungsfaktor, das ist ganz wichtig, der ist in der Norm her normativ nicht als Formelzeichen hinterlegt. Die Norm sagt nur, du musst alle Komponenten auf maximal 80% reduzieren beim Nachweis der Erwärmung durch Berechnung. Bei Prüfung kann es schon sein, dass man hier einen
höheren Auslastungsfaktor hat, weil einfach eine Prüfung natürlich hier das nachgewiesen hat. Und beim Nachweis der Erwärmung ist es natürlich so, dass man hier auf diese 80% reduzieren muss. Beispiel dieser Kupferschiene zum Beispiel, die 12x5er Kupferdimensionen hat. Geben wir als ABB einen Nennstrom an von 250 Ampere. Sie darf somit nur noch mit 200 Ampere betrieben werden. Das ist nichts anderes wie ein Derating, ein Sicherheitsabschlag. Dann ist dieser Auslastungsfaktor immer der Faktor 0,8. Nein, ist er nicht. Ich habe auch hier ein Beispiel gemacht. Und zwar Beispiel, diese Kupferschiene mit 250 Ampere wird nur mit 125 Ampere eingespeist. Dann wäre ja hier keine 0,8, also keine 80% der Auslastung, sondern 50% der Also Auslastung. 0,5. Richtig, genau. Also nochmal, die Norm fordert von uns beim Nachweis der Erwärmung durch Berechnung, dass wir hier die Betriebsmittel reduzieren auf maximal 80. Es könnte aber auch niedriger sein. Ich werde nachher auch noch ein Beispiel bringen, wo es sogar höher sein wird. Aber dazu ein wenig später. Wir schauen uns das mal hier an diesem Beispiel an. Wir haben hier rechts einen Schrank, wie wir ihn im Strieplan zeichnen können, zumindest davon als Ausschnitt. Und wir haben hier oben ein D02 Reitersicherungsmodul, bestückt mit 10 dieser D02 Reitersicherungselemente. Wenn es um die Auslastung geht, sieht man hier auf der linken Seite sehr schön das nochmal an diesem Beispiel. 12x5er Kupfer, INN 250 Ampere, mittig eingespeist mit 125 Ampere. Auslastung dieser Sammelschiene 0,5. Und wir unterscheiden beim Nachweis der Erwärmung sehr zwischen Auslastung und der Gleichzeitigkeit, weil diese D02, die sind alle bestückt, diese 10 jeweils mit 35 Ampere, weil es vielleicht eine Vorsicherung sind für meine FI, für meine 40er FI, wenn ich eine größere Anzahl von Automaten dahinter montiere. Und trotzdem werden diese in Summe 350 Ampere nicht fließen, Ja, weil weil ich ich ja ja eine. nur mit 125 Richtig. einspeise. Genau. Also wäre hier die Gleichzeitigkeit auf 0,35. Also jedes Betriebsmittel kriegt 35% des Stromes ab. Mehr geht nicht. Das ist. Dann ganz wichtig, brauche ich natürlich die Wärme, das Wärmeabgabevermögen meines Schrankes, also die PV von meinem Gehäuse. Das kriegst du, wie hier auch steht, von jedem Hersteller. Wo steht das dann, oder? Zum einen steht es natürlich in den Katalogen drin. Ich kann, wie gesagt, nur von uns sprechen. Wir finden sie aber auch wieder bei uns in der Software. Also in der Software sind natürlich die ganzen Wärmeabgaben unserer Schränke hinterlegt. Dann brauche ich die PV von meinen Betriebsmitteln bei Ihnen. Auch da machen die ganzen Hersteller hier Angaben zu dieser PV bei Ihnen. Aber wir haben ja gehört, es darf hier keine 100% an Strom mehr fließen. Also muss ich mir hier eine sogenannte PV effektiv erstmal errechnen. Und zwar zum Beispiel auf diese 80% herunter. Und wenn ich das gemacht habe, dann kommt noch die Gleichzeitigkeit dazu. Weil ich ja nicht nur ein Betriebsmittel einbaue, sondern ich baue eine Vielzahl von Betriebsmitteln ein. Also muss ich mir, wir sprechen hier von dieser PV effektiv wirksam errechnen. Wie das gemacht wird, das sehen wir gleich hier beginnend auf der nächsten Folie. Also ich schaue mir zum Beispiel im Katalog an, dieses Twinline-Gehäuse hier kann von der Größe her 162,6 Watt abgeben. Ich gehe in die Kataloge von ABB, Stotz zum Beispiel, und sehe hier, auch hier macht ABB natürlich die Angaben zum Thema B16-Automat. Ein B16-Automat wird frei an der Luft 2,5 Watt abgeben. Sie sehen auch hier unterschiedlichste Werte mit unterschiedlichsten Wärmeabgaben, also in Watt hinterlegt. Und das muss ich natürlich jetzt runterrechnen. Das muss ich jetzt runterrechnen und das sehen wir auf der nächsten Folie. Und zwar sieht man das hier sehr schön. Die PV effektiv ist die PV mal 0,8 im Quadrat. Warum im Quadrat, Rainer? Ganz einfach, weil hier sich die Wärme quadratisch zum Strom verhält. Also ich kann sagen, dass 80% des Stromes sind auch nur 80% der Wärme. Das ist nicht linear.
Mit Wert hinterlegt bedeutet das, diese 2,5 Watt mal die 0,64, ein einzelner B16-Automat eingebaut bei uns in unserer Verteilung, wird 1,6 Watt abgeben bei dieser Reduzierung. Und wie ich gesagt habe, jetzt kommt natürlich die Gleichzeitigkeit noch hinzu. Das sieht man hier sehr schön. Ähnlich der Formel vorher, die PV effektiv wirksam ist die PV bei Ihnen mal die 0,8 im Quadrat mal die 0,6 im Quadrat. Diese 0,6 im Quadrat, das ist dann jetzt hier, wenn ich es richtig lese, der RDR. Und da machen wir es uns einfach. Hier nehmen wir die Annahme aus der Tabelle 101, Werte für eine angenommene Belastung, die besagt 10 und mehr Stromkreise 0,6. Mit Wert hinterlegt bedeutet das, dass wir diese 2,5 Watt haben, mal die 0,64, mal die 0,36. Also ein einzelner Automat, welchen ich in Kombination mit vielen anderen Geräten einbaue, wird in meiner Verteilung 0,58 Watt abgeben. Und das multipliziere ich dann mit der Anzahl der Geräte. Ich habe also links zu sehen einen Stromlaufplan, wie er auch im Strieplan die Möglichkeit oder was Strieplan die Möglichkeit bietet, hier diesen Stromlaufplan zu erstellen. Und diese ganzen Betriebsmittel, die ich dann bewertet habe, die Wärme muss kleiner sein wie das, was das Gehäuse abgibt. Dann muss ich ja ganz schön viel rechnen. Ja, man hat es gerade gesehen, das bedeutet schon, dass man hier rechnen muss oder man nimmt die Software Strieplan. Wir haben auf unserer Homepage bei abb-union.com haben wir hier eine Suite, eine Oberfläche, die nennt sich eDesign und dort befindet sich unter anderem auch das Strieplan drin. Und das möchten wir uns jetzt mal ein wenig näher anschauen. Das, was wir gerade gemacht haben mit dieser mal 0,8 im Quadrat, mal 0,6 im Quadrat, sieht dann in der Software anhand dieses Beispieles mit dem B16 von ABB so aus. Hier habe ich dann B16, welcher einen INEN hat von 16 Ampere. Bewertet mit dieser Auslastung von 80% resultiert hier ein INC des Stromkreises von 12,8 Ampere. Haben wir dann hier immer diesen Auslastungsfaktor 0,8? Wir werden gleich nachher noch sehen, dass dieser Auslastungsfaktor auch kleiner sein kann. Er wird häufig auch sehr klein sein, beziehungsweise es gibt auch Anwendungen, wo er höher ist. Hier möchte ich ganz kurz noch darauf eingehen, dass wir hier auch das gleiche Ergebnis haben, was uns die Software in kürzester Zeit, weil ich muss einfach nur den B16 auswählen und die Faktoren hier bestimmen, ergibt also auch die 0,58 Watt. Die Software macht es uns dann einfacher. Richtig, genau, weil das soll ja auch einfach sein. Ich will ja Geld verdienen, ich muss arbeiten. Ich kann mich nicht um die Dokumentation so lange kümmern, weil ich höre halt von meinen Kunden immer wieder, das bezahlt mir keiner. Und trotzdem ist es wichtig, dass man hier halt diese Dokumentation nach der Norm hat. Und das, was du angesprochen hast in Bezug auf, dass dieser Auslastungsfaktor auch mal verändert sein kann, habe ich hier als zweites Beispiel hinterlegt. Und zwar hier sieht man diesen NH-Sicherungslasttrennschalter. Dieser Sicherungslasttrennschalter hat von Hause aus einen INEN von 160 Ampere, reduziert durch den AF auf diese 80% noch 128 Ampere. Und hier ganz wichtig, müssen wir einen RDF von 1 einnehmen. Das? Ganz einfach. Weil das handelt sich ja um unsere Einspeisung. Ich wähle ja meine Einspeisung dementsprechend aus, wie viel Strom ich drin verteilen möchte. Das liegt natürlich auch an den Betriebsmitteln, die hinten dran hängen. Aber, wie gesagt, ich muss auf die 80% reduzieren. Da es ja aber keine 128er NH-Sicherungseinsätze gibt, wählen wir die nächste kleinere Größe. Das wären die 125 Ampere. Hier wählen wir einen AF von 1. Warum 1? Ganz einfach, weil wir haben ja das Betriebsmitteltrenner reduziert. Also wir haben sichergestellt, dass hier durch die Auswahl dieser NH00-Sicherung hier nicht mehr wie 125 Ampere fließen. Weil sonst fliegt sie raus, sonst löst sie aus. Und auch wieder hier den RDF auf 1. Und genau das hat uns dazu im Hause ABB Striebel Union unter anderem hier dazu gebracht, dass wir hier
nicht hinschreiben in die Spalte, wie es die Norm uns an die Hand gibt, max 80%, weil in dem Falle hier haben wir halt 100%. Und jeder, der eine Spalte liest mit ihrer Überschrift max 80%, wundert sich dann, warum da 100% stehen. Weil das ist die Realität. Wie gesagt, da haben wir einem Kind einen Namen gegeben, welches von der Norm her keinen Namen bekommen hat. Ja, und jetzt sieht man hier auf der rechten Seite nochmal unseren Stromlaufplan, wie er im Strieplan gemacht werden kann. Und links sehen wir den Aufbau, die Aufbauzeichnung unseres Schrankes, wie die Verteilung insgesamt aussehen kann. Als nächstes sehen wir hier einen Ausschnitt unserer Stückliste, haben hier die Faktoren RDF und AF und wir haben in Summe eine Wärme von 104,13 Watt. Und wo sehe ich jetzt, ob das passt oder zu warm wird? Dazu gehst du unter der Gehäuseberechnung in der Software auf die Berechnung nach der Erwärmung bis 630 Ampere. Sobald du dieses anklickst, öffnet sich ein Fenster, in dem du hier siehst, die Wärme, wie sie in der Stückliste dargestellt ist, wird hier natürlich übernommen und dann drückst du hier noch Button 30%. Um 30%? 30% für Kabel und Leitungen. Du hast die Möglichkeit, nach der Norm her, jede Leitung, die du in einen Schaltschrank einbaust, aufgrund ihrer Länge, Beschaffenheit, Verlegeart, Querschnitt, wärmetechnisch dir auszurechnen. Es ist nur die Frage, ob du das möchtest. Und hier hat man ZVEH, die namhaften Hersteller, als sie zusammensaßen, haben es sich angeschaut und haben gesagt, wie können wir unserem Kunden helfen, damit er nicht dort Wochenende verbringt, um dann so eine Schaltanlage wie hinter mir zu sehen, auszurechnen. Und herausgekommen ist eine Faustformel von 30%. Für die Kabel und Leitungen. Für Kabel und Leitungen. Hier haben wir auch die Möglichkeit, zusätzliche Verlustleistungen einzugeben. Zum Beispiel, wenn man Baugruppen von seinem Kunden beigestellt bekommt oder wenn man vielleicht auch andere Fabrikate hier einsetzen möchte, deren Werte halt hier in der Software leider nicht hinterlegt sind. Ja, und dann klicke ich hier unten auf OK und ich habe ein Formular, wie dieses hier sehr schön zu sehen ist. Hier oben steht dann der Hersteller, also der Installateur, der Schaltanlagenbau, mit seinem Namen. Hier steht der Schaltschrank, die Familie mit Größenangaben. Hier stehen die Wärme, mit der ich rechne. Und ich habe ein Kreuz bei IO. Und wenn das Kreuz jetzt bei nicht in Ordnung steht, kann ich dann wieder Spiegeleier braten? Tja, Wolfgang, dann könntest du vielleicht wieder Spiegeleier braten. Du gehst ein paar Schritte zurück, wählst dir vielleicht einen größeren Schrank aus. Dieser Schrank hat dann ein größeres Abstrahlvermögen über die Oberfläche. Oder gehst hin und schaust dir die einzelnen Faktoren nochmal genauer an. Ob wirklich diese 0,6 fließen kann aufgrund der Summe der Endstromkreise. Also der Bemessungsbelastungsfaktor, dass ich reduziere. Genau, die Gleichzeitigkeit. Wichtig auch hier zu erwähnen wäre, wenn das Kreuz bei NIO steht, bedeutet es nicht, wie ein Kunde mir mal gesagt hat, dass es normal in Ordnung ist. Nein, das heißt, wenn man sich hier das anschaut, also die eingebaute Verlustleistung ist größer, wie das, was der Schrank abgeben kann. Ja. Und was mache ich dann mit diesem Formular? Ja, Formular drucke ich mir aus, lege es zu meiner Dokumentation dazu, habe erstens mal ein schnelles, sicheres Ergebnis und habe es auch gleich noch dokumentiert. Das, was dieser Bauartnachweis unter 10.10 von mir fordert. Schaut jetzt mal die zweite Variante an. Die zweite Variante, ich möchte es nochmal kurz in Erinnerung rufen, von 0 bis 1600 Ampere. Hier sieht man eine etwas größere Schaltanlage. Hier kommt auch die erste Variante, Vergleich der Verlustleistungen, nicht mehr zum Tragen, weil wir hier ja mehr wie einen Schrank haben. Mhm. Weil wenn man hier uns diesen Schrank hier anschauen, dann fehlt natürlich bei diesem ganz rechten Schrank die linke Seite, um hier die Wärme überhaupt an die Umgebung abzugeben. Mhm. Vielleicht wird sogar dieser Schrank von dem Schrank nebendran noch zusätzlich beeinflusst. Mhm. Auch das haben wir natürlich hier in unserer Software abgebildet. Unter dem Bereich Übertemperaturberechnung bis 1600 Ampere. Auch hier geht dann eine Maske auf, wo ich Möglichkeiten habe, zum Beispiel auch Zwangsbelüftung bzw. Klimatisierung mir auszuwählen.
Ich kann hier, beziehungsweise ich sollte hier die Anordnung des Schrankes wählen. Und hier haben wir uns erlaubt, auf einer Seite abgedeckt an der Wand auszuwählen, weil es ja der ganz rechte Schrank ist und auf einer Seite ist er abgedeckt. Auch hier wird sich die Oberfläche in Quadratmeter dann darstellen. Und hier sieht man sehr schön, dass dadurch, dass unsere Produkte ja alle im Strieplan drin sind, auch die ganzen Abmessungen drin sind. Also die Berechnungsalgorithmen der Norm sind hier hinterlegt. Und dazu habe ich dann dieses Formular zum Entschuldigung, hier wird als erstes noch auch die Betriebsmittelverlustleistung übernommen. Und hier taucht auf einmal jetzt ein Bemessungsbelastungsfaktor auf. Die Norm sagt ja, du kannst den Bemessungsbelastungsfaktor für einzelne Stromkreise angeben. Das haben wir vielleicht schon in der Stückliste gemacht. Dann sollte man hier, wenn man es in der Stückliste schon getan hat, hier diesen Faktor bei 1 stehen lassen. Weil die Norm sagt auch, du kannst den Bemessungsbelastungsfaktor für die ganze Anlage angeben. Dann kann ich hier zum Beispiel die 0,6 eingeben. Auch hier würde ich die Verlustleistung der Leitungen einfügen. Vielleicht zusätzliche Verlustleistungen hier. Und ich habe dann eine maximale Temperatur von 52,2 Grad unterm Schrank. Also nichts, um Spiegeleier zu braten. Wenn ich dieses Formular ausdrucken möchte, gehe ich einfach auf Ausdrucken und erhalte hier dieses Formular, was auch in der Software hinterlegt ist, auch mit allen technischen Angaben, auch mit der Größe, mit der Oberfläche, mit den Wärmen, mit denen ich gerechnet habe und mit Grad Celsius. Habe ich hier dann auch wieder diese Angabe in Ordnung oder nicht in Ordnung? Nein, das habe ich bei dieser Variante 2 nicht. Hier schaue ich mir den Schaltschrank an als Errichter und entscheide in Eigenverantwortung, ob diese Wärme, die unterm Deckel quasi herrscht, ob die für meine Betriebsmittel noch okay ist. Beispiel angenommen, alle Betriebsmittel wie Sicherungsautomaten sitzen oben unterm Schrank. Und ich habe dort eine Temperatur von 56, 57 Grad. Wenn ich dann schaue, dass ABB zum Beispiel sagt, diese Geräte sind nur sicher in einer Umgebung bis maximal 55 Grad, dann ist es dort warm. Habe ich dort oben aber Klemmen eingebaut, dann gucke ich mal nach, welche Klemmen ich einsetze. Und die Klemmen sind sehr häufig von den namhaften Herstellern auf 70 Grad ausgelegt, genauso wie die NIM-Leitung. Also störe ich im oberen Bereich die 56 Grad. Grad Celsius nicht. Und auch hier ausdrucken zu meinen Unterlagen dazu machen. Ich möchte ein Fazit bringen. Also der Nachweis der Erwärmung ist ein wichtiges Element des Bauartnachweises. Der Hersteller der Schaltgerätekombination wählt die Nachweismethode in Eigenverantwortung. Es ist wichtig, die effektiv wirksame Verlustleistung zu ermitteln, weil nochmal, wenn man alle Betriebsmittel, die man irgendwo einbaut, addieren würde mit ihrer Wärme bei Nennstrom, dann hätte man wahrscheinlich einen sehr großen Schrank mit ganz wenigen Betriebsmitteln. Es ist wichtig, zwischen der Auslastung und der Gleichzeitigkeit zu unterscheiden. Und auch wichtig, der Nachweis der Erwärmung ist immer eine Momentaufnahme. Bedeutet nichts anderes, wenn ich Geräte hinzufüge, gibt ja ab und zu auch mal eine Änderung auf der Baustelle, beziehungsweise umbaue, ändere, auch nach Jahren, dann ist ein neuer Nachweis der Erwärmung eventuell notwendig. Aber durch die Softwareunterstützung mit Strieplan kann der Nachweis sicher, schnell und auch dokumentiert erbracht werden. Wo bekomme ich diese Software? Also diese Software gibt es bei uns auf unserer Homepage, nochmal www.striebel-union.com unter Downloads. Unter Service und Downloads finden Sie dort unser E-Design. Man muss sich nur registrieren und haben dann eine kostenlose Vollversion, um hier Ansichtszeiten zu erstellen, um hier eine Kalkulation zu haben, um hier den Nachweis der Erwärmung zu erbringen. Super, Rainer. Danke. Jetzt ist doch einiges klarer geworden. Gut, danke, Wolf. Jetzt gucken wir uns an, ob es Fragen gibt. Haben wir irgendwelche Fragen? Keine Fragen. Ja, also weitere Informationen zur Software und so finden Sie auf unserer Striebel und Jom Homepage und weitere Informationen zu dem Technik-Talk
unter go.abb/techniktalk. Vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Auf Wiedersehen.